Die einzelnen Fälscher werden herbeigerufen, die Toten werden gestapelt, die Gefangenen werden ja auf die Arche gebracht oder teilweise in die Baracken. Gefangene werden natürlich auch bewacht von denjenigen, die noch bei guter Gesundung sind, und ihr nehmt die ersten ja die erste Inspektion durch. Was habt ihr eigentlich alles erbeutet? Was habt ihr an Gefangenen genommen? Was habt ihr an Verletzten? Was habt ihr an Toten? Ja, was habt ihr denn gefunden in Helmport? Was konntet ihr plündern? Roggenreis, Weizen, Maraskanstahl, eine ganze Menge, bisschen Zinn und ein paar Edelhölzer von der exotischen Insel hier. Und von der Galeasse konnten wir noch eine Rotze unseren Geschützen hinzufügen. So, mal gucken, ob wir die behalten oder verkaufen. Die ist halt schweineviel wert. Im Gesamtwert von Maraskanstahl. Was habt ihr am Maraskanstahl erbeutet? 1500 Dukaten. Roggenreis und Weizen im Wert von 30 Dukaten. Zinn im Wert von 70 Dukaten. Edelhölzer im Wert von 150 Dukaten. Wie viel so eine Rotze wert ist, weiß ich nicht. 1500 Dukaten. Eine mittlere Rotze kommt auf 1500 Dukaten. Das ist nicht schlecht. Okay, ihr habt ungefähr 30 Tote. Darunter Aldare, einige von den bekehrten Gefangenen, die gerne für Preios ins Feuer gegangen sind oder gestorben sind. Ein paar leichte Infanteristen, Banker vom Nair. Ja, und so nach und nach sammelt ihr euch. Kiaras kann mit einem Heiltrank zurück ins Leben gerufen werden. Wäre da sonst ausgeblutet, sodass man da sehr vorsichtig sein musste, dass man ihm den Pfeil wieder aus dem Kehlkopf herausziehen muss. Und auch Ahmad kann dann schwer gestützt auf seinen ja, Sklaven Hilal zu den anderen aufschließen, sodass ihr jetzt zu einer Offiziersbesprechung gemeinsam in einem provisorischen Lager steht. Ahmad würde was machen, bevor er da zu den anderen stößt. Und zwar würde er eine rondere-gefällige Kriegsplünderung vornehmen, indem er die beiden Waffen des Belalar-Paktierers mit sich. Wir müssen, da sie Belalar geweiht sind, entweder unter sicheren Verschluss gebracht werden oder exorziert werden. Also, wenn du die obduzierst, beziehungsweise mal ansiehst, du wirst kein weiteres Paktmal bei den Leuten finden. Die sind unglaublich vernarbt, kriegerisch, aber es gibt keinen Einfluss auf wirklich dämonische Zuwendung. Außer natürlich dann bei Oberst Exenmus, der ist hier natürlich mit mehreren blutriefenden Wunden, die niemals wieder verheilt sind, ausgestattet, wenn du ihm dann die Rüstung irgendwann ablegst oder so etwas. Und ja, ansonsten keine weiteren Paktierer. Das ist schon mal gut. Ja, dann wird da irgendwelchen Leuten, die da wahrscheinlich gerade plündernd übers Schlachtfeld ziehen, gesagt, dass die Verletzten von denen in die Baracken da hinten einsperren sollen. Damit die jetzt nicht noch mehr Ärger machen können oder abhauen. Dann, ja, wird man zur Besprechung gegangen. Hätte ich eigentlich Schaden, wenn ich diese Waffen anfasse? Nein, durch das bloße Berühren bekommst du keinen Schaden durch eine Belalar-gefällige Waffe, eine Bluttrinkerwaffe. Alles Aber klar. wenn du dich schneidest, dann halt doppelt. Jo. Und das würde dann auch keinen Bluttrinkerschaden wiederherstellen, wenn du dich selber schneidest. Gut. Ja, ich bringe die beiden einfach mal mit zu der Besprechung. Ja, Bruder, schön euch zu sehen. Ich hatte etwas Befürchtung, als ich euch zu Boden gehen habe sehen. Bist du immer noch in dieser Gestalt? Ich denke, wir werden einige Sachen gleich besprechen müssen. Hi. Nun, beginnen wir mit den Berichten. Jalan, hast du jemanden davonkommen sehen? Jemanden, der berichten könnte, wer hier angegriffen hat? Abgesehen von dem riesigen Golem. Gut, na, ich konnte ihn leider nicht aufhalten. Aber sein Herr und Meister ist ja wohl gestorben. Gute Arbeit, Kiaras.
Ich denke, ich habe, Frost, ich nehme mal an, es ist durchaus eine Menge an Leuten davon gekommen. Ja, also insgesamt sind wohl ein Drittel geflohen und ob die jetzt alle überleben, weißt du nicht, aber wird wohl eine Menge weggekommen sein, ja. Vom Dach oben aus würde ich sagen, mindestens ein Halbbanner. Vielleicht auch mehr. Die Kamotgarde. Ohne Vorräte wird der Dschungel die holen, aber die Rote Legion könnte durchkommen. Wollen wir hoffen, dass sie unsere Flagge und nicht die Wappen der Söldner getäuscht hat. Na, die Wappen der Söldner sind ja egal. Hoffen wir nur, dass sie das von... Ihr wisst schon, wem nicht gesehen haben. Gut. Romani, was habt ihr von oben sehen können? Euer Angriff lief ja scheinbar sehr erfolgreich. Auf was wollt ihr hinaus? Nun, eure Brandgeschosse, auch wenn Bruder Ahmad sich darüber sicher nicht freuen wird, scheinen ja ganz schön Einschlag gezeigt zu haben. Nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Und du siehst auch, dass Romli ein wenig selbst angekokelt ist. Habt ihr Brandgeschosse benutzt? Ja. Ihr könnt von Glück reden, dass ihr nicht gegrillt wurdet. Ja, Ahmad scheint sich immer unsicherer zu sein, mit was für Leuten er es hier eigentlich zu tun hat, aber scheint dazu erstmal nichts weiter zu sagen zu haben. Er hat andere Probleme im Kopf. Ja. Ich teile Jalans Einschätzung von der Menge der Leute, die abhanden gekommen sind. Ja, der Einsatz der Brandbomben wurde nicht besprochen. Aber habe ich gesehen, dass einige der ehemaligen Piraten für uns gekämpft haben. Wessen Idee war das denn? Meine. Eure. Ich bin dafür, dass diejenigen, die überlebt haben, begnadigt werden, wenn sie es wünschen. Und ich werde Ihnen einen Brief ausstellen, der Ihren Heldenmut bestätigen wird. Vielleicht wird das bei einer Gerichtsverhandlung helfen. Aber sprecht bitte solche Aktionen in Zukunft mit mir ab. Das hätte auch nach hinten losgehen können. War keine Zeit dafür, noch groß lange Dinge zu besprechen, nachdem der Schlachtplan stand. Und offensichtlich, unter Uktans Führung haben sie hervorragende Arbeit geleistet. Das ist wohl wahr. Bin ich, was habt ihr zu berichten? Nun, ich fühle mich noch ein wenig aufgespießt. Aber ansonsten, die Männer haben gut gekämpft. Trotz der Umstände. Doch, wieso hat mich keiner gewarnt, dass die so einen gewaltigen laufenden Baum haben? Wir wussten es nicht. Vielleicht. Ja, verdammt. Vielleicht sollten wir bei einem nächsten solchen Angriff nicht nur auf Augen aus der Luft vertrauen, sondern auch die feindliche Basis vorher infiltrieren. Bruder Ahmad, was haltet ihr davon, alle möglichen Informationen über den Feind zu sammeln, bevor ein Angriff gestartet wird? Es ist doch sicherlich im Sinne Rondra und der gefährlichen Kriegsführung, wenn man alles mögliche Wissen nutzt. Der gefährlichen Kriegsführung? Was meint ihr damit? Ich meine, ist es verwerflich, wenn wir so viel über unseren Feind lernen wie möglich? Und dies natürlich dann nicht. Auch wenn Spione ehrenlos sind. Diese Strategie doch eine altbewährte. Doch, falls ihr euch fragt, ob dies Fronda gefällig ist, kann ich dies nur verneinen. Vor und Hex gefällig ist es allerdings. Oder? Damit reitet ihr noch nicht den Pfad der Frevler an. Mit einem Seitenblick zu Jalan. Was habt ihr uns denn da mitgebracht? Die Waffen von diesem Altierer, nicht wahr? Dem scheinbar Kommandeur dieses dieser Ortschaft. Ich werde sie wohl in einen Rondra-Tempel geben müssen, wo sie exorziert werden.
Wir sind verflucht. Gut. Nun, wie sieht das mit der maraskanischen Bevölkerung aus? Werden Sie uns helfen, hier einen kleinen Stützpunkt, einen Anlaufhafen für unsere Arche zu schaffen? Edel Romilly, ihr habt sie doch bewogen, für uns zu kämpfen, nicht wahr? Wie ist bei Ihnen so die grobe Einstellung? Ich würde sagen, wenn sie vernünftig behandelt werden, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie für uns arbeiten werden. Sie kennen das Land, das könnte nützlich sein. Aber da solltet ihr am besten selbst mit ihnen reden, zu was sie noch bereit sind und zu was nicht. Oder ob sie lieber zu ihren Familien und Freunden zurückkehren wollen, wo auch immer das sein mag. Hi. Das werde ich tun, bevor wir wieder ablegen. Noch muss unsere Perlenwacht die Überreste der Galeisse verschlingen. Wie vernichtet ist die Galeasse denn? Könnte man die unter Umständen wieder flott machen? Als ich sie mir das letzte Mal angesehen habe, war sie in zwei Teile zerbrochen. Aber ich habe andere Neuigkeiten. Celeste, Iranianer und Celeste, unser Schiff, wird in einiger Zeit einen Abkömmling gebären. Ein Archensprössling. Dieser wird aus unserem einzelnen Schiff eine Flotte machen. Was? Wie bitte? Wir wollten sagen, das sind gute Nachrichten. Ich schau mal flehend in Achmats Richtung. Ich kann es nur nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob wir vermögen, auch ein zweites Schiff zu kontrollieren. Unterbindet aber sowas. Gerät also, aus der Hand, jetzt gibt es schon zwei davon. Ihr seid ein Eferi, verdammte Scheiße. Eferdaios. Aber wen wollt, wessen Leben wollt ihr opfern, der eine zweite Dämonenarche kontrolliert? Ich weiß nicht, wie es ablaufen wird. Hör mal, ich habe heute eine meiner Schwestern verloren. Elysia ist auch verschwunden. Und ich habe das unschöne Gefühl, dass sie eine der künftigen Steuerfrauen sein soll. Und das werde ich nicht zulassen. Ihr könnt die eine Arche doch kaum unter Kontrolle halten, wenn sie irgendwas im Maul hat. Wie wollt ihr das mit zweien tun? Wie kommt ihr darauf, dass eure Schwester, wo ist sie eigentlich, zu einer Steuerfrau werden soll? Wenn ich das wüsste, könnte ich mit ihr reden. Aber ich weiß es nicht. Wir haben das Schiff nach ihr abgesucht, soweit es vor dem Kampf möglich war. Und ich weiß nicht, wo sie steckt. Und die andere, Romilly deutet in Richtung Marktplatz, liegt dort geköpft. Nun, Effat, Daios, wie euer eigentlicher Name früher lautete, Arkan oder Eichhörnchen, wie er jetzt heißt. Ich denke, diese Geburt sollte im Namen Effats, dabei schaut er dich sehr durchdringend an, unbedingt unterbunden werden. Habt ihr mich verstanden? Ihr wollt, dass dieses unheilige Wesen ein weiteres unheiliges Wesen in unsere Welt bringt? Was für ein verzerrtes Götterbild habt ihr? Sieger der Leuen, ich kann dir einen Grund nennen, weshalb wir diese Geburt zulassen werden. Und dann wirst selbst du verstehen, warum wir es zulassen müssen, weshalb wir es sogar herbeiführen müssen. Wir haben eine Arche. Der Feind hat über 9. Und es werden mehr. Wir müssen herausfinden, woher sie kommen, wie sie entstehen und wie wir das verhindern können. Deswegen müssen wir zusehen, wie so eine Geburt vonstatten geht. Ihr sagt, das ist der Grund. Ihr wollt wissen, wie sie verhindert werden, dann verhindert diese Geburt. Dennoch ein gutes Argument von Archon. Informationen sammeln. Es muss nicht heißen, dass. Es muss nicht heißen, dass man ein solches Schiff behalten muss. Was ist das mit dem Namen, Everdaios? Typhon, das ist der Name, mit dem ich geboren wurde. Von den Zyklopeninseln und. Nun, ich glaube nicht, dass der Name eines Eferis Furcht und Schrecken in den Herzen unserer Feinde bewirken wird.
Täuscht euch nicht, meine Freunde. Das hier ist ein heiliger Krieg. Wir werden alles nutzen. Alles. Seien es die Heizzähne, die ich vom Ungezügelten bekommen habe, um unseren Feind zu vernichten. Oder so etwas wie diese Arche. Ich bin raus. Ahmad kann das machen. Ich glaub nichts mehr. Okay. Ein Krieg ist niemals heilig. Ihr seid verrückt. Archon Typhon. Ihr wollt euren Feinden Angst bringen. Doch wir sollten ihnen Hoffnung bringen, von den Dämonenschergen zu befreien. Was ihr tut, ist genau das gleiche, was sie tun. Heute auf dem Schlachtfeld haben wir es noch gesehen. Es gibt von unseren Feinden zweierlei Sorten. Es gibt die Unterjochten, die Maraskaner, die gerettet werden können, wie es die edle Romilly bewiesen hat. Und dann gibt es die Feinde, die selbst im Anblick einer Arche nicht von ihrem Glauben abfallen, die nicht ihre Waffen niederlegen und stark in den Kampf ziehen. Und genau diese, denen müssen wir Furcht einflößen, um sie im Kampf zu besiegen. Ihr wollt also sagen, mit diesem bescheuerten Namen wollt ihr den Leuten mehr Angst einjagen als mit einer Dämonenarche? Ihr seid wirklich verrückt. Letzte Mal muss verrückt sein, um eine Arche zu kommandieren. Nun, ich denke, dann solltet ihr diesen Posten abgeben, wenn ihr dadurch verrückt werdet. Der bin ich der Einzige, den Einflüsterungen der Steuerfrauen widerstehen konnte. Den Einflüsterungen? Was flüstern sie denn euch ein? Schürt bei den Feinden Hass und Angst? Scheinbar sind ihre Einflüsterungen von Erfolg gekrönt. Erzähl mir, Bruder Ahmad, wie hätten wir heute diesen Sieg davontragen können, hätten wir nicht die Arche genutzt? Sag es mir und ich lege meinen Namen nieder. Ich sehe nicht, wo wir diese Arche genutzt haben. Die Arche? Ich habe gegen den Oberfeldwebel, den Oberst dieses Dorfes gekämpft. In einem Kampf, den mir die göttliche Leuen geschenkt habe. Und ich habe diesen Kampf gewonnen. Ohne auf die Macht einer Dämonenarche zu erhoffen. Hätte ich ein einfaches Schiff, würde ich die gleiche Strategie machen wie mit diesem unheiligen Schiff. Würde anlanden und ich würde diesen Mann zu einem Duell herausfordern und ich würde ihn gleich niederstrecken, wie ich ihn jetzt niedergestreckt habe. Ah, ich sehe. Aber erklär mir, wie würdest du mit einem Schiff, was kleiner und nicht die Fähigkeiten dieser Arche besitzt, überhaupt hier anlanden? Das war eine verdammte Kaliasse. Jedes andere Schiff hätte sie versenkt. Nun, natürlich gebe ich euch recht, dass der strategische Wert einer Dämonenarche gegeben ist. Sonst würden ihn die Dämonenstärken nicht nutzen. Doch wir haben andere Werte auf unserer Seite. Wir haben die Macht des Herzens und die Macht der Götter auf unserer Seite. Und sie, die haben nur Feigheit und Verrat im Sinn. Die alle kämpfen gegen sich selbst in ihren eigenen Reihen. Aber wir sollten eine geschlossene Gemeinschaft sein. Aber das, was ihr hier mir vorbringt, das ist nicht besser als das, was sie tun. Dann frage ich dich, Bruder. Hast du heute die Arche irgendeinen Menschen aufschließen sehen, verschlingen sehen oder Feuerbälle werfen sehen? Sag noch einmal, ich kontrolliere dieses Schiff nicht. Weißt du nicht, dass ein Schiff Feuerbälle schießen könnte? Dieses selbst wenn, kann es. Dann wäre es wohl eher das Gegenteil von Feuer. Perversion des jeden, was Ingerim für sein heiliges Feuer hält. Und auch Priors läuterndes Feuer. Das, was diese Arche verschießt, ist kein Feuer. Eine kranke Abart davon. Da hast du wohl recht. Und es verbrennt unsere Feinde trotzdem. Aber was ich dir sagen will... Doch sie werden nicht geläutert. Du hast noch keine Arche gesehen, wenn sie ihre volle Macht entfaltet. Das heute war ein rundra gefährlicher Kampf. Zumindest was das Schiff angeht. Bei Marudas Wundi. Es hätte auch anders kommen können. Aber ich habe der Arche verboten, mit Feuerbällen zu werfen. Jalan hat mich angesprochen, die Feuerbälle doch einzusetzen. Und wären nicht so viele unserer Männer vor dem Holzgolem gewesen,
Hätte auf ihn gehört. Promilly hat die Diskussion, nackt wie sie ist, bereits verlassen und trifft jetzt gerade bei der Arche ein. Nach einem kurzen Blick, du suchst ja die Magierin, wirst du die gemeinsam mit Jasper, ihrem Kollegus, unten in der Klaschembe treffen und trinkt gerade einen Tee und sie mischt sich gerade so ein bisschen Zucker rein. Seht ihr, Kollegus, deswegen halte ich von eurer Theorie so überhaupt nichts und ich glaube, es ist überhaupt... Ah, wunderbar, da sind ja die beiden glatten Herrschaften, die sich wieder in ihren wunderbar nützlichen Diskussionen vertiefen. Ich hoffe, ihr genießt einen schönen Tag, denn gerade sind viele tapfere Männer und Frauen verstorben. Oh, und wenn es der gelehrten Dame nichts ausmacht, vielleicht könntet ihr seine Gnaden Ephadaios mal auf seinen geistigen Gesundheitszustand untersuchen. Er behauptet, die Arche sei schwanger und will der Geburt beiwohnen, wenn es soweit ist. Und wenn ihr mich jetzt entschuldigen mögt, ich habe noch etwas vorzubereiten. Ihr braucht neue Kleidung. Ihr seid übrigens nackt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber... Oh, wirklich? Nein, das hätte ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes nicht bemerkt, Magistra. Aber soll ich euch was sagen? Angesichts der ganzen Hitze da draußen, ist das ein wunderbarer Zustand. Solltet ihr auch einmal probieren. Oder schämt ihr euch eures Körpers? Ja, sie rührt einmal den Tee mit dem Löffel um und knöpft sich dann einen Knopf ihrer Robe auf. Ja, ich habe bereits festgestellt, dass es doch sehr warm hier ist und die klimatischen Bedingungen auf Maraskan sind eine eigene Erforschung wert. Sehr interessant, nun, dieser Sturm schützt wohl das Klima. Nach draußen gehen. Geht einmal nach draußen und erforscht das Klima. Ich werde gleich, werde bald nachkommen und für eine kleine Stärkung sorgen. Ja, wenn ihr sagt, dass die Arche schwanger ist, dann gibt es sicherlich noch einige Sachen für uns auf der Arche hier zu tun. Ich sehe also gerade keinerlei Gründe, warum ich mich nach draußen begeben soll. Mit euch zu diskutieren ist ja wirklich langweilig. Das kann ich nur erwidern. Möchtet ihr auch einen Tee? Um euch damit zu duschen? Gerne. Ansonsten... Nein. Ich habe andere Aufgaben. Wir sprachen gerade über die metaspekulative Petromantie und ein Thema, bei dem ich Jasper doch etwas zurechtgewiesen habe. Welche Meinung vertretet ihr? Ich vertrete die Ansicht, dass ihr darüber mit meinem Bruder diskutieren solltet. Einen schönen Tag noch, die Herrschaften. Ja, sie schlürft dann einmal sehr laut und geräuschvoll von ihrem Tee, macht sie extra. Und dann kannst du wütend, jähzornig wie du bist, im Schiff herumrennen und dir Kleidung suchen oder auch nackt kochen, wenn du willst, ist mir egal. Nein, nackt kochen. Nackt kochen ist besser. Rumspringen. Ja, noch 10 Minuten. Die Köche werden mit angewiesen, jetzt helft doch mal, wir müssen für unsere gesamte Mannschaft ein vernünftiges Festmahl auf die Beine stellen und sorgt dafür, dass der Reismehl nach draußen geschafft wird. Ja, nach einer Minute haben sie aufgehört zu starren und nach weiteren 10 Minuten sammelt sich dann auch der Rest, alle, die noch irgendwie kämpfen können, vor allem die Schützen, die dann bei geistiger Gesundheit sind. Und auch die nicht Verletzten werden sich dann nach und nach so ein bisschen in die Küche gesellen und schauen dir dann zu, wie du kochst. Es gibt eine ziemliche Sauerei wahrscheinlich bei Romilly. Ja, noch so ein paar Soßenspritzerchen von der Tomatensoße oder was auch immer du da machst. Aber nach ungefähr... Gucken, was die Küche hergibt. Ja, würfel mal eine Kochenprobe, nach einer halben Stunde bist du fertig. Hilfe durch die anderen Köche bekommst du nicht. Die rühren zwar irgendwas um, aber es brennt halt trotzdem an. Genau, es brennt an. Und bei dir auch. Du schlägst halt immer und immer wieder den Kochlöffel auf die Innenseite des Topfes und du bist so wütend. Du würdest lieber irgendwas anderes machen und nach einer halben Stunde irgendein verbrannter Mousse in der, es wird ausgeteilt. Genau. Der Alkohol wird's richten, der in dem Fass serviert wird. Und, meine Herren, allein damit die Damen draußen auch einen vernünftigen Anblick haben, wollt ihr euch nicht auch der Kleidung entledigen? Wenn... Na gut, sie zucken so ein bisschen mit den Schultern. Puh, okay, also, wenn ihr das sagt, wird sicherlich keinen Ärger geben. Kapitän ist nicht hier. Und irgendwie so nach 10 Minuten werden,
Von den jetzt vielleicht 30 Anwesenden, 35 werden sich dann 5 ausziehen. Und du siehst auch, wie sie dann teilweise Stände haben. Einige Frauen haben sich auch rausgezogen. Ja, das ist auf alle Fälle sehr hexisch gerade. Ja. Das hebt natürlich durchaus wieder die Stimmung, dass die Leute sich doch mal auf Romilly einlassen. Und da wird gemeinsam... Ach, ein kleines Liedchen kann man doch bestimmt auch noch anstimmen. Ja, die haben gute Laune. Aber sie sind verunsichert. Stark verunsichert. Ach, egal. Wir leben, wir müssen unser Leben feiern. Wer weiß, ob wir denn, wie es weitergeht. Jetzt feiern wir erstmal, was wir errungen haben. Oh. Sabine hat sich übrigens auch rausgezogen, aber alle halten Abstand von ihr. Ach, was soll's. Wer ist Sabine? Sabine? Die hässliche, stinkende. Gut. Frau ist mir buchstäblich nicht bekannt. Dann solltest du ja, zuhören. Ich habe angepütt hört. Okay, ja, was machen die Verbliebenen, die jetzt immer noch in diesem provisorischen Lager stehen? Krieg ich Ahmad irgendwo alleine erwischt? Ich würde euch von Tifo noch mal kurz fragen, vor versammelter Mannschaft. Ihr habt doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich dann einmal überprüfe, ob euer Seelenheil noch gegeben ist. Ja, wenn du mir einen Grund dafür gibst, oder? Ich denke, der Grund ist, dass du eine Dämonenarche bei der Geburt zusehen willst, anstatt dies zu verhindern. Effert weiter. Das reicht mir noch nicht als Grund. Ich habe einen anderen Befehl für jeden von euch. Ich möchte von jedem einen Namen hören, eines tapferen Mannes oder einer tapferen Frau, den wir extra belohnen werden für die Tapferkeit im Kampf. Dafür müsste ich erstmal den Namen der Leute kennen und... Entschuldigt mich, aber ich brauche einen Schnaps. Nein. Ich torkel mal aus der Besprechung raus. Wegritten. Ja, Kiaras. Wie auf Bestellung wird gerade ein Fass vom Schiff gerollt. Und, interessanter Reiher gefälliger Anblick, der da entgegenkommt. Ich ziehe eine Augenbraue hoch, reib mir aber noch mal so ein bisschen den Hals, der immer noch wehtut. Danke, das gehört mir. Ihr könnt ein neues holen. Robby lacht. Aber Kiaras, doch nicht alles für euch alleine. Gebt den anderen auch einen Schluck ab. Ich denke, nach diesem Kampf haben wir uns alle was verdient. Und jetzt komm. Man kneift dir verspielt ins Hinterteil. Na komm, pack mir dann. Lass uns unser Leben feiern, das wir noch behalten durften. Ugdan derweil schaufelt Gräber. Unermüdlich. So habt ihr ihn noch nicht gesehen. Er ist still. Ist besonnen. Nicht mehr zu Scherzen aufgelegt. Interessiert sich auch nicht für die nackten Männer und Frauen. Hat sich noch ein paar von den bekehrten Gefangenen genommen, die ebenso jetzt mit ihm schaufeln. Hier müssen viele Gräber geschaufelt werden. Herr Doss geht zu ihm und wird dann auch eine Schaufel packen und mit einem Hackbein graben. Achmat stände noch mit Jan an dem Zelt. Dann guck dich ja mal an. Ja, man schaut dich auch an. Er kniet sich dann vor dir hin. Ich muss euch um Vergebung bitten. Für was? Dafür, dass ihr mich einen götterverfluchten Narren genannt habt? Dafür, dass ihr beinahe ein Kriegsverbrechen begangen habt? Für was genau wollt ihr mich um Vergebung bitten? Ich habe, dass ich eure Ehre beleidigt habe. Dass ich auch einen guten Rat grundlos in den Wind schlug. Dass ich vielleicht weiter, als es gesund ist, an immer dünner werdende Linie stand, die uns von unserem Feind unterscheidet.